Hallo und herzlich willkommen zur dritten Theorievorlesung im Bereich der Parapsychologie. Und heute müssen wir uns mit ein paar Grundlagen beschäftigen. Es wird insgesamt drei Videos dazu geben. Also das Video 3, was wir jetzt haben, 4 und 5 werden sich mit wissenschaftstheoretischen Grundlagen befassen, die aber für die Parapsychologie wichtig sind. Wir beginnen heute mit dem, ich schätze mal, für die meisten trockensten Gebiet, die sogenannten terminologischen und wissenschaftsphilosophischen Grundlagen. Und da man sich darunter wahrscheinlich nicht allzu viel vorstellen kann, hier im Inhaltsverzeichnis mal gelistet. Erstmal die wissenschaftlichen Grundbegriffe, die allgemeingültig sind. Das sind Signifikanz, Empirie, Kausalität und die Deduktion, wobei ich die hier besonders hereinnehmen möchte. Im allgemeinen wissenschaftlichen Jargon ist die nicht zwingend gegeben. Die ersten drei sind sozusagen aus dem Experiment heraus und das vierte ist nicht aus dem Experiment, sondern aus der rein logischen Schlussfolgerung heraus. Ich werde euch aber innerhalb dieser Vorlesung zeigen, warum die Deduktion dennoch sehr wichtig ist und man definitiv nicht vernachlässigen sollte. Das zweite ist dann Epistemologie, das dritte, was ein Agent ist und viertens die Entität. Das sind alles wichtige Grundbegriffe, die man kennen muss, wenn man sich mit der Parapsychologie befasst. In der nächsten Vorlesung werden wir uns eher auf den Fokus der Psychologie legen, mit den wichtigen Grundbegriffen da. Und die dritte Vorlesung in dieser Trilogie, also Parapsychologie Nr. 5 in der Theorie, wird dann eher sich mit den physikalischen Begebenheiten befassen, die grundlegend als Backgroundwissen notwendig sind. Und ja, ich sag mal so, während das Video hier wahrscheinlich ein bisschen trocken ist, das zweite, denke ich, sehr spannend, weil auch sehr anschaulich. Das letzte zur Physik hingegen, denke ich, könnte ein bisschen anstrengend werden. Ich hoffe aber dennoch, dass es für euch interessant ist und schon allein aus wissenschaftlicher Genauigkeit müssen wir uns jetzt halt mit diesen Themen befassen, damit wir überhaupt den notwendigen Background haben, um uns tiefer um die direkte parapsychologische Materie zu kümmern, wo wir dann halt auch weiter tiefer in unsere ganze Systematik und die einzelnen Bereiche einsteigen. So, jetzt aber genug Vorwort, fangen wir an. Und zwar mit den wissenschaftlichen Grundbegriffen. Ja, die definieren grundsätzlich, wer es gedacht, was wissenschaftliches Arbeiten ist und umfassen damit den Prozess des Erkenntnis- und Wahrheitsgewinns. Normalerweise ist es so, wir haben irgendeine These, also irgendeine Vermutung, eine Aussage, die wir treffen. Und die müssen wir hinsichtlich verschiedener Kriterien prüfen. Das erste ist die Signifikanz, kurz die Maßgeblichkeit. Das zweite die Kausalität, also ist da wirklich auch ein Zusammenhang. Und das dritte ist die Empirie, die Erfahrbarkeit. Lässt es sich nachweislich wiederholen zum Beispiel. Es gibt dann natürlich zwei Varianten. Entweder bestätigt sich unsere These oder wir widerlegen sie. Wenn wir sie widerlegen, dann müssen wir zurück und müssen schauen, okay, wie müssten wir die These umformulieren oder welche These müssten wir auch stattdessen erstellen, um ein Erlebnis, um eine Begebenheit korrekt zu definieren. Liegen wir irgendwann mal richtig, sind wir nach der klassischen Wissenschaft eigentlich fertig, dann wird die These, wenn sie mehrfach erprobt wurde, zur Theorie. Hier ist aber noch ein Zwischenschritt, den ich auf jeden Fall einfügen möchte, der gerade im Bereich der Parapsychologie sehr wichtig ist, die Deduktion. Das ist die logische Ableitung und Schlussfolgerung. Wie gesagt, später dazu mehr. Und ja, ist das nicht insgesamt in sich logisch und die Schlussfolgerung nicht plausibel, dann ist nämlich die These falsch. Da steigt die normale Wissenschaft aus, das prüft sie nicht. Aber hier sollten wir das, wie gesagt, machen. Und ist aber die Logik und die Schlussfolgerung zusammen korrekt, dann haben wir eine Theorie etabliert. Das letzte ist der Punkt, wo wir gerne hinkommen möchten, dass wir sagen, wow, okay, wir erleben hier Phänomene, die sich der aktuellen wissenschaftlichen Erklärung entziehen und wollen eine These formulieren. Zum Beispiel halt die Dimensionsthese, die Seelenthese oder halt auch die Energiethese. Das sind verschiedene Thesen. Diese überprüfen wir dann auf Signifikanz, Kausalität, Empirie. Ist das dort in dem Bereich alles zutreffend? Schauen wir deduktiv, okay, ist das in sich schlüssig? Und wenn ja, dann haben wir eine Theorie und können eventuell Geister erklären. Das ist so der Wunsch. Kümmern wir uns erstmal um die Signifikanz. Der Begriff kommt erstmal aus dem Lateinischen und bedeutet wörtlich bezeichnen.
In der Wissenschaft ist die Signifikanz ein Wert der Maßgeblichkeit. Also mal etwas ist signifikant und damit wissenschaftlich relevant, wenn es für etwas maßgeblich, etwas eindeutig ist, etwas genau beschreibt und wirklich damit ein typisches Merkmal sozusagen ist. Wozu dient das? Naja, falsche Rückschlüsse oder Bezüge sollen damit vermieden werden. Wir machen das mal anhand von Beispielen deutlich. Signifikant für Pflanzen ist eine grüne Farbe. Ich denke, grundsätzlich würde damit jeder einhergehen. Ist aber aus wissenschaftlicher Sicht nicht gut, denn diese Aussage ist nicht signifikant. Warum? Naja, es gibt auch Pflanzen, die halt nicht grün sind. Und Pflanzen, die halt nicht immer grün sind. Laubbäume zum Beispiel werfen im Winter ihre Blätter ab und es bleibt halt Astzweige, Stamm, die braun sind. Aber deswegen sind sie im Winter trotz allem noch Pflanzen und werden auf einmal nicht irgendwas anderes. Aber auch die Farbe grün selbst ist nicht signifikant für Pflanzen, denn es gibt auch Tiere wie Laubfrösche, Heuschrecken und viele andere, die auch grün sein können, aber nicht automatisch Pflanzen sind. Es ist also kein signifikantes Merkmal. Wir können nicht sagen, alles was grün ist, ist eine Pflanze. Besser wäre, signifikant für Pflanzen sind Chloroplasten. Das ist eine These, die richtig und signifikant ist. Es gibt zwar wenige Ausnahmen, wie der Vogelnestwurz, aber man sagt ja keine Regel ohne Ausnahme. Es wäre natürlich idealer, wenn es keine Ausnahme gäbe, aber grob gefasst stimmt das dann halt bis auf zwei Pflanzen. Einer ist der Vogelnestwurz, den anderen kenne ich nicht, aber das wird so gesagt. Von daher ist das relativ genau. Und für die, die es jetzt nicht wissen, nochmal der Genauigkeit halber: Chloroplasten sind im Prinzip biologische Solarzellen. Also sie nehmen Lichtenergie auf und wandeln das in chemische Energie um, die den Pflanzen dann zur Verfügung steht. Und Chloroplasten sind halt nur in Pflanzen vorkommend und verursachen deren grüne Färbung. Und zwar, weil sie aus dem weißen Licht, was im Prinzip buntes Licht ist, aber alles, was weiß von Licht ist, ist bunt. Und damit enthält es grundsätzlich mal so grob grün, rot und blau. Und die Chloroplasten können roten und blauen Lichtwellen absorbieren und reflektieren die grünen zurück. Deswegen sehen für uns Pflanzen halt grün aus. Aber anhand der These sind dann halt auch grüne Tiere wie Laubfrösche per Definition ausgeschlossen und somit nicht den Pflanzen zuzuordnen, weil die zwar auch grün sind, aber nicht aufgrund von Chloroplasten, sondern wegen Pigmenten und anderen Farbstoffen. Das ist besser. Dann haben wir die Empirie. Kommt aus dem Altgriechischen der Begriff und bedeutet wörtlich die Erfahrung. Und in der Wissenschaft ist die Empirie die Wissensgewinnung durch Methode, Messung und Experiment. Im theoretischen Modell führt dieselbe Methode unter denselben Bedingungen zu denselben Ergebnissen. Sagt bewusst ein theoretisches Modell, weil in der Praxis ist es halt leider nicht immer so. Machen wir mal ein Beispiel. In einem Gefäß, in welchem die Temperatur aktiv mittels Thermometer gemessen wird, wird 1 Liter Wasser mit einer Temperatur von 10 Grad Celsius und danach 1 Liter Wasser mit einer Temperatur von 30 Grad Celsius gegeben. Die Messung zeigt, dass daraufhin das gesamte Wasser eine Temperatur von 20 Grad Celsius aufweist. Was ziemlich logisch ist, das sogenannte Mischungsverhältnis. Unter denselben Bedingungen kann das Experiment beliebig oft wiederholt werden und wird immer wieder zu genau demselben Ergebnis führen. Und damit ist es empirisch. Das ist auch sehr schön, weil das ein theoretisches Modell ist, wo alle Variablen bekannt sind. Die Konstanten sind echte Konstanten unveränderlich. Und innerhalb des Bezugssystems der Erde gibt es nur ganz, ganz geringe Abweichungen, sodass das ein wunderbares theoretisches Modell ist. Das Problem ist aber, wie schon gesagt, der fehlende Praxisbezug. Was bei dem Glas klappt, klappt halt nicht woanders zwingend auch. Das ist also eine sogenannte Wiederholungsfiktion. Und die ist halt nur unter Laborbedingungen möglich. Simples Gegenbeispiel. Ein Reh wird an Tag 1 in einen Wald gesehen. Der genaue Ort und die genaue Zeit werden wirklich penibel notiert, sodass man das perfekt nachverfolgen kann. Meinetwegen auch mit GPS geortet, der Standpunkt. Laut Wiederholungsfiktion müsste am genau denselben Zeitpunkt am nächsten Tag das Reh wieder an derselben Stelle auftauchen. Das ist aber total unwahrscheinlich. Stellt euch das vor, ihr geht nachts spazieren, seht ein Reh, am nächsten Tag geht ihr dieselbe Route zur selben Uhrzeit. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass das Reh genau an derselben Stelle widerstehen wird. Deswegen ist es theoretisch nicht empirisch. Und da seht ihr das Problem im Praxisbezug.
wie gesagt, im Labor klappt das gut, aber alles, was mit Feldmessung zu tun hat, ist so variabel, weil halt so viele andere Größen hineinspielen. Das werdet ihr auch sehen, wenn wir dann zu dieser physikalischen Vorlesung, sage ich mal, kommen, was es so alles für Einflüsse gibt, an die man tatsächlich auch gar nicht denkt, weil wir aus Sicht unseres Bezugssystems, der Begriff wird auch da genauer geklärt, erleben wir eine konstante Welt. Die ist aber halt nicht wirklich konstant. Sie erscheint halt nur so, weil unsere Sinne Grenzen haben. Also wir sehen zum Beispiel, ich sag mal, keine Ahnung, das sehe ich hier gerade vor mir, ja, den Monitor. Und der sieht für mich fest und solide aus. Aber in Wahrheit ist er gar nicht starr und unbeweglich, sondern es sind Milliarden von kleinen Atomen, Molekülen, die die ganze Zeit hin und her zittern. Aber diese Bewegung ist halt so klein, dass mein Auge sie nicht wahrnehmen kann. Trotzdem muss ich sie beachten, wenn ich was messe. Und deswegen haben wir im Feld halt wirklich immer Probleme, weil diese Verunschärfungen dann makroskopisch werden. Das Reh bewegt sich durch die Umwelteinflüsse, lasst es regnen, ist die Gegebenheit anders. Und genau dasselbe Problem haben wir halt auch bezüglich der Wissenschaftlichkeit der Parapsychologie, weswegen die nicht mehr angesehen ist, zumindest nicht in der praktischen Feldforschung, weil man halt einfach sagt, ihr könnt vielleicht bei einem Spukort was erleben, eventuell dokumentiert ihr das auch, das ist alles wunderbar, aber ihr könnt nicht sagen, wenn ihr wieder dahin geht, zum selben Zeitpunkt und in den gleichen Bedingungen, dass genau dasselbe wieder auftreten wird. So, gut. Jetzt aber weiter im Text mit der Kausalität. Der Begriff kommt aus dem Lateinischen und bedeutet wörtlich Ursächlichkeit. Ist ein sehr schöner Begriff. In der Wissenschaft ist die Kausalität die logische Beziehung zwischen Ursache und Wirkung. Dient also somit der Überprüfung, ob eine Ursache und eine Wirkung in einem logischen Verhältnis zueinander stehen und damit zusammenhängend als zwei Zustände eines Ereignisses zu betrachten sind. Das ist eine wunderbare Formulierung, die habe ich deswegen wunderbar vorgelesen. Gefällt mir so. Ja, die Formulierung ist ein bisschen schwergängig, gebe ich zu. Deswegen lasst uns das an einem Beispiel erklären. Ich nehme ein sehr populäres Beispiel. Das ist aber nicht sicher, ob das wirklich so passiert ist oder ob das nur mal als, ich sag mal, Gedankenexperiment durchgespielt wurde und dann durch Überlieferung immer wieder weitergegeben wurde, aber irgendwann halt, ich sag mal, nicht mehr dokumentiert werden konnte, ist es jetzt echt oder nicht. Und deswegen können wir das jetzt auch nicht sagen. Da gibt es einige solcher Geschichten. Wenn man zum Beispiel in medizinische Fachliteratur schaut, gibt es auch, ich glaube, die Sandlaus oder Steinlaus. Ich glaube, es war die Steinlaus, der wunderbare, beeindruckende Fähigkeiten zugeschrieben sind. Findet man tatsächlich auch im Scherempel und anderen wirklich großen, guten Werken. Aber das ist so ein akademischer Witz, wie man sagt, den manche tatsächlich dann aber glauben. So, aber das hier hat zumindest einen ernsten Bezug. Auch wenn die Geschichte dahinter eventuell nicht wahr ist. Ein Wissenschaftler untersuchte einst das Gehör von Flöhen. Er nahm einen Floh und befahl diesem springen, und er sprang. Dann schnitt er dem Floh die Beine ab und befahl erneut springen, und diesmal sprang er nicht. Daraufhin zog der Wissenschaftler den logischen Schluss, Flöhe müssen die Ohren an den Beinen haben. Diese Schlussfolgerung ist signifikant. Warum? Naja, Ohren dienen zum Hören, eindeutig. Und sie ist empirisch. Wenn wir dieses Experiment wiederholen, wird genau das gleiche Ergebnis rauskommen, egal wie oft wir es machen. Der Floh wird definitiv nicht springen, wenn wir ihm die Beine hinten abgeschnitten haben. Aber die Kausalverknüpfung, die ist halt falsch. Denn umgekehrt, Beine können zum Springen verwendet werden. Entfernt man diese, kann folglich nicht mehr gesprungen werden. Zwischen der Ursache, dem Befehl zum Springen, und der Wirkung, springen bzw. nicht springen nach Abtrennung der Beine, besteht folglich keine echte Kausalität. Es ist unabhängig, ob er die Ohren an den Beinen hat oder nicht, denn wenn die Beine fehlen, wird er nie wieder springen. Man kann also nicht diesen logischen Schluss daraus ziehen. Und jetzt kommen wir zu meinem vierten wissenschaftlichen Grundbaustein. Ich sage bewusst mein, weil die Deduktion ist durchaus wissenschaftlich anerkannt, aber die ersten drei bilden, wie gesagt, so dass ja den wissenschaftlichen Kanon, und das wird eher, die Deduktion ist eher als alternative Variante gesehen, wo man sagt, okay, man beobachtet was, zieht daraus logische Schlüsse, und wenn diese ungreifbar sind, dann gilt es schon mal als, dann ist es wahr, auch ohne Beweis. Aber es wäre schön, wenn man halt die Deduktion, ich sage mal als Sicherheitsstufe, wie ich das in dem Schema hier dargestellt habe, mit hinter die Signifikanz, Kausalität und Empirie packen würde.
um sicherzugehen, dass eine geschlussfolgerte These nicht zu schnell zu einer gefestigten Theorie wird, weil ihr werdet sehen, es gibt Varianten, da kann man durchaus diese drei Bedingungen erfüllen. Am Ende ist aber bei deduktischer Betrachtung nicht mehr sinnvoll. Die Deduktion, der Begriff allerdings erst einmal, kommt aus dem Lateinischen und bedeutet wörtlich Ableitung. Die klassische Deduktion beschreibt, dass geltende logische Eigenschaften, die für eine Gesamtmenge gelten, auch für jede Teilmenge gelten. Klingt jetzt mathematisch, machen wir es mal ein bisschen einfach. Beispiel. Alle Pflanzen haben Chloroplasten und da Gänseblümchen zu den Pflanzen zählen, müssen diese ebenfalls Chloroplasten aufweisen. In dem Fall sind die Pflanzen die Gesamtmenge, die haben die Eigenschaft, dass sie Chloroplasten haben als Eigenschaft und Gänseblümchen sind eine Teilmenge, denn sie gehören zu den Pflanzen. Also, wenn diese These stimmt, dass alle Pflanzen Chloroplasten haben, das hatten wir vorhin schon überprüft, dann müssen Gänseblümchen, da sie auch Pflanzen sind, auch Chloroplasten haben. Passt also. Das ist deduktisch logisch. Die moderne Deduktion beschreibt hingegen erweitert das allgemeine Ziehen logischer Schlüsse, auch ohne Kombination von Vergleichen diverser Eigenschaften. Sie ist oft kein direkter Teil der wissenschaftlichen Arbeit, habe ich ja schon gesagt, wird jedoch in geringem Umfang unbewusst automatisch verwendet. Wie ich schon sagte, es wäre natürlich toll, es als vierte Säule das mit einzubauen. Aber mal ein Beispiel, damit wir das verstehen. Eine Person mit einem Blaumann geht im Baumarkt einkaufen. Anhand von Beobachtung und Deduktion wären folgende Schlussfolgerungen ohne direktes Experiment ziehbar. Das sind natürlich jetzt nur Auszüge, aber das wären alles Sachen, logische Rückschlüsse, die wir nur anhand dieser Sache und ein paar kleinen Fakten, die ich hier noch einfüge, gleich schlussfolgern können, ohne dass wir sie mittels Experiment beweisen müssten. Erstens, grundlegend, anhand nur dieses Konstrukt können wir schon mal sagen, die Person hat ein Bauvorhaben. Zweitens, ist der Blaumann sauber, dann kann man davon ausgehen, dass die Person damit noch nicht begonnen hat. Denn wäre sie jetzt, hätte sie damit begonnen und wäre danach in den Baumarkt gefahren, jetzt mitten im Bauprojekt, wäre es sehr unwahrscheinlich, dass sie es geschafft hat, bis dahin komplett sauber zu bleiben. Kein Firmenlogo, wenn das der Fall sein sollte, dann ist es vielleicht ein eigenes Projekt und nicht als Angestellter. Müsste man allerdings noch tiefer testen, das wäre jetzt schon eine sehr mutige Ableitung. Geht die Person in die Abteilung für die Rohre, wird das wahrscheinlich ein Klempnerprojekt sein. Das ist das, was ich vor uns auch meinte. Es sind Dinge, die man unbewusst logisch schlussfolgert. Aber man muss sich dessen teilweise auch bewusst sein, wenn man die Überprüfung macht. Und die Wichtigkeit der Deduktion möchte ich euch am Beispiel des Falls Annemarie Schneider, den Spuk von Rosenheim von 1976 hier aus dem schönen Deutschland erklären und halt aufzeigen, warum die ersten drei Säulen nicht immer reichen. Kurzfassung: 1976 kam es in Rosenheim zu Poltergeist-Aktivitäten in der Anwaltskanzlei Adam, in dessen Zentrum Annemarie Schneider stand. Als diese die Kanzlei verließ und woanders eine Tätigkeit aufnahm, hörten die Ereignisse auf und bei dem neuen Arbeitgeber ging diese nur kurz weiter. Der Fall wurde vom Parapsychologen Hans Bender, das war der ehemalige Chef vom Freiburger Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene, et al. Untersucht, also et al. Mit anderen, mit ein paar Kollegen und Studenten etc. Hans Bender konnte keine natürlichen Ursachen finden und deklarierte es als ein Poltergeistphänomen. 2 Jahre später fand der Zauberkünstler Albin Neumann zusammen mit Herbert Schiff und Gerd Gunther Kramer in der Kanzlei Beweise für Täuschung. Erstens. Sie fanden Nylonfäden an Lampen, Gasrohr und Drahtgestell, mit welchen diese scheinbar unsichtbar bewegt werden konnten. Zweitens. Sie fanden hinter einem Schrank einen Gummiknüppel, mit dem Klopfgeräusche wie bei Poltergeistern erzeugt werden konnten. Drittens. Elektrische Anomalien, Licht ging an und aus und so ein Zeug, hätten durch ein Röntgengerät oder bewusst verursachte Kurzschlüsse von der Kanzlei bewusst selbst verursacht sein können. Viertens. Heiße Glühbirnen hätten durch bewusstes Bespritzen mit kaltem Wasser zum Zerspringen gebracht werden können. Obwohl These 3 und 4 schon wieder sehr mutig ist, weil halt sind nicht bewiesen, sondern das sind nur Sachen, wo man sagt, genauso hätte man es machen können. Was natürlich nicht der Beweis ist, dass man es gemacht hat. Aber worauf es jetzt wichtig ist, wenn wir uns der Deduktion anschließen,
All diese Beobachtungen sind signifikant, empirisch und kausal, außer die letzten beiden. Die sind zwar auch signifikant, empirisch und kausal, wenn ich die Glühbirne mit Wasser beschritze, platzt sie. Ihr scheitert es daran, dass zu dem Zeitpunkt das nicht nachgewiesen wurde. Aber es ist in sich alles logisch und wissenschaftlich korrekt. Also können wir logisch die These aufstellen, es ist ein wissenschaftlich erwiesener Schwindel. Denn es wurden Möglichkeiten gefunden für Manipulation und Theorien oder Thesen gefunden für die einzelnen Begebenheiten. Jetzt ist also die Frage, ist es denn wirklich einer? Ja, wie gesagt, empirisch, kausal und signifikant definitiv. Aber nehmen wir mal die Deduktion mit hinzu und tun damit den gesamten logischen Zusammenhang betrachten und logisch analysieren. Da stellen sich einige Fragen, welche den Verdacht des Schwindels eher in die Richtung lenken, dass es sich hier weniger um den Schwindel als um eine bewusste Diffamierung von Herrn Spender handelte und eher für einen wahren Spuk sprechen könnten. Schauen wir uns auch mal hier die Gegenargumente dann in logischer Weise an. Erstens, es konnten nur zwei der vielen Phänomene hinreichend nachgestellt werden. Viele andere, zum Beispiel die ständigen Anrufer an die Zeitansage, ohne dass Bedienste das Telefon bedienten, Fotokopierer verspritzte Flüssigkeit, Gemälde treten sich von alleine, Sicherungsautomaten lösten von alleine aus, konnten nicht im Ansatz nachgestellt oder erklärt werden. Das ist schon mal immer schlecht, wenn man eine These behaupten möchte. Zweitens, es gab über 40 Zeugen der Geschehnisse, welche dies untersuchten. Polizisten, Techniker, Physiker, Psychologen, Ärzte, Beauftragte des Prüfamtes und der Stadtwerke sowie Klienten und Angestellte. Keiner von diesen fand Beweise für Betrug, obwohl sie alle zum Zeitpunkt der Aktivitäten anwesend waren. Deduktisch heißt das doch, wir müssen folgende Schlussfolgerung ziehen. Also unterstell mir die These, es war wirklich ein Fake, weil es halt empirisch kausal und signifikant bewiesen ist. Und sagen, nehmen aber wirklich deduktisch hinzu, okay, keiner der Anwesenden konnte da was finden, erst die Gruppe, die 2 Jahre später da war. Dann bleibt bloß die Schlussfolgerung, dass man sich die Frage stellt, waren die alle unfähig, obwohl auch ausgewiesene Fachleute dabei waren? Eher unwahrscheinlich, ne? Und dann stellt man sich die Frage, selbst wenn dem so wäre, warum gerieten diese nicht in die Kritik und nur Hans Bender samt Kollegen? Drittens, warum hat der Anwalt selbst nach 2 Jahren die Beweise für einen Schwindel nicht entfernt? Man möchte ja meinen eigentlich, dass er klug genug dafür wäre. Viertens, was für ein Motiv liegt zugrunde? Durch die Ereignisse hat sowohl sein Ansehen als auch seine Finanzen gelitten, denn die Mandanten sind zurückgegangen aufgrund der Ereignisse, die hatten natürlich nicht allzu viel Bock darauf, dahin zu gehen. Und der Betrieb war allgemein gestört, denn die Angestellten konnten unter den Bedingungen schlechter arbeiten. Durch die Stromausfälle und Kurzschlüsse gab es immer wieder Probleme, die belegten Telefone. Das hat ihm alles an sich geschadet. Also warum hat er gefaked? Welchen Vorteil hat er sich davon versprochen? Die deduktische Konklusion, also überprüfen wir oder sagen wir, dass alles, was wir jetzt festgestellt haben als Fragen und wiegen das gegen die festgestellten Sachen auf. Dann müssen wir feststellen, oder können wir feststellen, ein Schwindel könnte nur dann vorliegen, wenn sich der Anwalt wieder erwartet, der allgemeinen Umstände einen Profit versprochen, verschiedenste Fachleute getäuscht, betriebliche Ausfälle und Kosten in Kauf genommen und das Vernichten der Beweise vergessen hätte. Und sind wir mal jetzt ganz ehrlich, nehmen wir das mal alles zusammen. Also, dass eins davon vielleicht zutreffe, mag ja sein, aber dass alles davon zutrifft und es müsste alles zutreffen, das ist sehr unwahrscheinlich und spricht eher dafür, dass es wahrscheinlich ein echter Spuk war. Also, der Fall wird nach wie vor ungeklärt bleiben, aber wenn ihr euch meinetwegen den ganzen Wikipedia-Artikel oder etc. durchlesen wollt, ihr wollt in der Fachliteratur, werdet ihr halt feststellen, dass der Herr Hans Bender sehr schlecht wegkommt, weil man sich halt auf die 3 Grundsäulen gestützt hat. Aber es fehlt diese gesamte logische, deduktische Überprüfung, die wir jetzt gerade durchgeführt haben, die die Sache in einem anderen Licht erscheinen lässt. Das ist genau heutzutage, wie wenn jemand mich fragt, du, schau mir mal bitte dieses Video an, ist das echt oder fake? Da kann ich grundsätzlich schon direkt antworten, kann ich nicht beantworten, denn mit heutiger Technik und genug Zeit und Geld
Lässt sich alles fegen, das ist theoretisch so. Ansonsten könnten wir die ganzen Superheldenfilme etc. ja gar nicht drehen, wenn es nicht möglich wäre, das einigermaßen echt aussehen zu lassen. Die Frage ist aber dann eher eine deduktische Natur. Derjenige, der das gefaked hat, welche Intention hatte er? Hat sich das gelohnt? Hat er die nötigen Kenntnisse und Mittel? Lohnte sich die Zeit? Warum hat er das getan? Das ist dann eher so die Frage. Natürlich gibt es Fake, die sich leicht erkennen lassen, indem man zum Beispiel Frame für Frame springt und Cuts sieht, wo Sachen ausgetauscht werden oder sowas. Aber es gibt natürlich auch viele wahre Dinge. Nur auf den ersten Blick lässt sich das schwer sagen und ein deduktisches Rangehen ist in der Regel da erstmal viel sinnvoller. Gut, verlassen wir den grundlegenden wissenschaftlichen Bereich und gehen ein bisschen in die Spezialgebiete rein, obwohl die Epistemologie allgemein auch schon noch ein interessantes Gebiet ist. Der Begriff Aschonma kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet wörtlich die Erkenntniswissenschaft. Ist natürlich ein bisschen in sich verbogen. Wissenschaft dient der Erkenntnisgewinnung. Die Erkenntniswissenschaft ist es dann also die Erkenntnis nach der Suche der Erkenntnis im Prinzip. Klingt ein bisschen komisch, aber an sich ein schöner Begriff. Es handelt sich hierbei um einen philosophisch-wissenschaftlichen Ansatz, welcher sich mit der Überprüfbarkeit wissenschaftlicher Thesen befasst. Werden wir auch im dritten Video ja nochmal haben. Da kommen wir nämlich ein bisschen an die Grenzen der Wissenschaft. Da kommt die Epistemologie zum Zuge. Und sie ist somit ein Werkzeug für die wissenschaftliche Überprüfbarkeit und eigentlich immer dann wichtig, wenn man sich mit Dingen befasst, wo man sagt, die sind unglaublich oder unvorstellbar. Quantenphysik, Astrophysik, Parapsychologie sind gute Beispiele dafür. Und deswegen müssen wir uns damit halt auch befassen, beziehungsweise ihr vielleicht weniger, aber jeder, der sich ernsthaft damit wissenschaftlich befasst und versucht, Erkenntnis zu erlangen, muss das ein bisschen im Background wissen. Die allgemeine Epistemologie befasst sich mit der Formulierung von überprüfbaren Thesen. Beispiel: Es gibt blaue Rosen. Klingt erstmal sehr einfach. Einfacher Satz aus vier simplen Worten. Aber aus epistemologischer Sicht ist diese Aussage falsch, beziehungsweise falsch ist sie nicht ganz, sie ist epistemologisch falsch, sie ist nicht prüfbar. Denn um sie zu überprüfen, müssten alle Rosen der ganzen Welt oder wo es auch anders noch geben sollte, das ist ja überhaupt nicht definiert, gefunden und hinsichtlich der Farbe geprüft werden. Innerhalb dieser Zeit würden neue wachsen, die erneut überprüft werden müssten und so weiter und so weiter. Das Problem seht ihr, es fehlt eine räumliche Eingrenzung. Zudem sind zwar natürliche Rosen gemeint, jedoch nicht explizit benannt, sodass auch künstliche Rosen zu einer Verifikation herangezogen werden könnten. Solche Probleme der genauen Definition kennen wir eher aus Rechtswissenschaften. Wenn man, wie man so schön sagt, eine Gesetzeslücke findet, wo jemand zum Beispiel sagt, okay, das ist nicht genau definiert, also kann ich da rein und das ausnutzen. Klassisches Beispiel. Kryptowährungen, noch vor mittlerweile 3 Jahren 2020, waren die Gewinne aus Kryptowährungen im deutschen Steuerrecht keiner Einkunftsart zuzuordnen. Es gibt 7 Einkunftsarten, ich will das gar nicht erklären. Das ist Steuerrecht, das ist jetzt ein bisschen weit vom Thema, nur fürs Beispiel. Und man hat gesagt dann, ja, Moment, das ist aber keine dieser 7 Einkunftsarten. Und damit sind die Gewinne nicht steuerbar. Das bedeutet, man konnte Gewinne machen und musste darauf keine Steuern zahlen, weder Gewerbesteuer noch Einkommensteuer, Umsatzsteuer, einfach gar nichts. Das war natürlich ein gefundenes Schlupfloch für Leute, die Gewinne machen wollten, ohne irgendwas dem Fiskus zu geben. Damals, als ich so einen Fall hatte, war ich schon ein bisschen verwundert gewesen, weil ich hatte immer gedacht, oder ich habe schon vom Gefühl gesagt, das sind Kapitaleinkünfte, sowas wie Wertpapiere, Zinsen und so ein Zeug. Und de facto mittlerweile hat sich die Rechtsprechung geändert. Seit 2022 hat die Finanzverwaltung das erweitert. Und ja, die Kryptowährungen zählen jetzt auch dazu. Also ich habe euch jetzt hier keine Gesetzeslücke verraten in dem Sinne. Aber das ist so ein Beispiel, wo ich sage, hier eine genaue Definition ist wichtig, weil ansonsten kann man sich halt durch irgendeine Lücke schlängeln. Nehmen wir dasselbe Beispiel, verbessern uns aber mal, dass epistemologisch wunderbar ist. Im Botanischen Garten Dresden gibt es natürliche blaue Rosen. Jetzt haben wir es räumlich begrenzt und sachlich auch, perfekt. Die These ist epistemologisch richtig, denn wir können sie überprüfen. Sie ist jetzt räumlich begrenzt und eine genaue Sache, die Farbe von den echten Rosen wird überprüft. Noch ein kleiner Hinweis dazu:
hat mit der Deduktion selbst jetzt weniger zu tun und auch weniger mit der Epistemologie, aber als kleiner Hinweis, um diese Geschichte zu beenden, es gibt keine natürlichen blauen Rosen. Ich habe das Beispiel bewusst gewählt. Problem ist, der Stoffwechsel ist automatisch so eingestellt, dass rote Chromoplasten erzeugt werden, die für die Farbe zuständig sind. Es gibt tatsächlich blaue Rosen, die werden in sehr komplizierten Verfahren in Biolaboren, hauptsächlich in Asien, hergestellt. Können sich auch selbst nicht weiterfärben, man muss die wirklich jede einzelne Rose behandeln. Dazu sind genetische Eingriffe notwendig, indem mittels Gene Silencing die Gene für die roten und orangenen Pigmente ausgeschaltet werden. Dann werden aus dem Stiefmütterchen ein ganz neuer Stoffwechselweg in die Rose implementiert und das blaue Pigment aus einer Iris implantiert und dann sehen sie blau aus. Also sehr komplizierter Weg. Aber nur um die Geschichte mal zu Ende zu bringen, falls jemand die Frage hat, gibt es blaue Rosen jetzt? Okay. Machen wir weiter. Die spezielle Epistemologie ist die Lehre von den Grenzen und Möglichkeiten des menschlichen Ersehens. Klingt sehr toll. Simpel würde man sagen, das ist die Vorstellungskraft. Beispiel. Das Universum ist unendlich. Unendlichkeit ist für den Menschen allerdings nicht greifbar. Wir können uns nichts Unendliches vorstellen. Beispiel, versucht mal bitte bis unendlich zu zählen. Ihr werdet nicht fertig. Genau das bedeutet das Wort unendlich. Faktisch nebenbei ist diese Aussage schon mal falsch. Das Universum hat eine Grenze und ist damit endlich. Wir sehen sie hier dargestellt, ein bisschen schemenhaft. Links die Erde, Sonnensystem, Galaxien, Galaxienhaufen und so weiter und so weiter. Und dann irgendwo das Ende, was wir nicht finden können bisher. Aber jetzt kommt der Witz. Obwohl diese Aussage grundlegend falsch ist und das auch wirklich bekannt ist in der Wissenschaft, ist es ja so, dass das Universum sich schneller ausdehnt als das Licht. Und da laut der allgemeinen Relativitätstheorie, kleinen Gruß an Einstein, alles, was eine Masse hat, sich nicht schneller als das Licht bewegen kann, ist es für uns unmöglich, jemals die Grenze zu erreichen. Aus epistemologischer Sicht ist die Aussage damit richtig, dass das Universum unendlich ist, da alles, was wir nicht erreichen können, aus unserer Sicht unendlich weit entfernt sein muss. Also de facto gesprochen mal simpel. Das Universum hat ein Ende. Aber dieses Ende werden wir niemals erfassen können. Unmöglich. Egal wie gut wir die Treibstoffe bauen, wir können nicht schneller als das Licht reisen. Und ja, die Grenze des Universums entfernt sich schneller als das Licht. Das heißt, wir können sie unmöglich erreichen. Das ist so eine Art, ja, das ist ein spannendes Konzept, muss ich gestehen. Das ist so eine Art fingierte Unendlichkeit. Es ist nicht unendlich, aber aus unserer Sicht ist es das, weil wir es nicht erreichen können. Vielleicht stimmt dieses Modell auch gar nicht, das wissen wir gar nicht so genau. Das werden wir in ein paar Vorlesungen auch noch behandeln, aber das nur jetzt nur by the way. Epistemologisch ist diese Aussage korrekt und deswegen werdet ihr die auch überall in allen möglichen wissenschaftlichen Sachen finden. Das heißt, das Universum ist unendlich. Nicht, weil der Fakt an sich richtig ist, sondern weil der Fakt bezogen auf unsere Wahrnehmung und auf unser Bezugssystem sich als richtig erweisen wird im Experiment. Damit kommen wir zum Begriff von Agenten. Ja, da denken viele gleich an Geheimagenten. Von der wörtlichen Übersetzung passt das natürlich immer ganz gut. Es kommt aus dem Italienischen und bedeutet so viel wie Treiber, Tuer oder Macher. Also ein Agent ist einfach jemand, der irgendwas macht. Simpel gesprochen, wir meinen hier in der Parapsychologie aber nicht die Geheimagenten oder so, sondern bei uns ist Agent eine Person, die im Zentrum von einem Spukphänomen steht. Das ist meist bei Poltergeistaktivität oder intelligenten Spuk der Fall. Vor allem bei Poltergeistern ist ja in der Regel ein Faktum, das werden wir dann in der Theorie dazu noch ganz genau uns anschauen, dass ein Mensch im Zentrum der Ereignisse steht. Also nicht kein Spukort, wie das bei vielen Phänomenen ist, sondern wirklich ein Mensch. Und den wird da ein Parapsychologe dann als Agent bezeichnen. Und last but definitely not least, die Entität. Der Begriff kommt aus dem Lateinischen und bedeutet wörtlich Ding mit einer Seele. Genial. Also Ding mit einer Seele, wenn man das schon hört, dann denkt man doch irgendwie direkt schon an Geist, finde ich. Also der Begriff ist wirklich sehr gut gewählt, muss ich sagen. Das ist nicht immer so, Wissenschaftler und Begriffe, das versteht sich in der Regel nicht allzu gut. Aber hier wunderbar. In der Parapsychologie werden damit alle noch nicht näher definierten Arten von Spuk bezeichnet, denen man ein Bewusstsein oder eine Form zuspricht. Also
das aussieht wie ein Ding, das eine Seele hat. Wie es der Name schon sagte. Es ist damit im Allgemeinen ein Sammelbegriff für Geister, Phantome, Spirits und alle möglichen Arten, die irgendwas mit Geistern zu tun haben und Körper scheinbar aufweisen, solange man diese nicht genau klassifizieren kann, so wie Tiere ein Übergriff für diverse Organismen ist. Und ja, das ist eins der Hauptgebiete im Bereich der Phänomenologie, die Erforschung der Entitäten, und wir sind wie gesagt an der Klassifizierung dran. Mittlerweile bin ich tatsächlich mit den Phänomenologie-Zweig komplett durch. Bleibt noch die zwei anderen großen Bereiche, die Kryptozoologie, theoretisch Kryptobotanik, die hat aber kaum eine Bedeutung, deswegen lasse ich die hier mal geflogen untergehen. Und dann die Xenologie, ja, habe ich jetzt mittlerweile so umbenannt, was ein schöner Begriff und treffender Begriff ist. Und wie gesagt, das ist jetzt das Ende dieser Vorlesung. Es folgen noch zwei weitere zum theoretischen Hintergrund, einmal die psychologischen Hintergründe, dann die physikalischen Hintergründe. Beides sehr spannend. Ja, beides eigentlich sogar sehr schwer. Die Psychologie schwer zu glauben, muss ich gestehen, wenn man sich damit nicht befasst. Und die Physik, ja, teilweise schwer zu verstehen, sind wirklich teilweise kompliziert. Aber ich werde versuchen, euch das mit schönen Beispielen, Erläuterungen möglichst nahe zu bringen, damit das auch wirklich jeder versteht und dass wir alle denselben Standpunkt haben, dass wir dann weiter in unsere Klassifikation gehen können. Weil auf diese Sachen, die wir jetzt in diesen drei Vorlesungen lernen werden, werde ich immer weiter und immer wieder ein bisschen zurückgreifen müssen und auch voraussetzen müssen, dass, wenn ich das erkläre, jeder so ein bisschen als Hintergrundwissen hat, weil sonst einfach man das immer wieder das Gleiche erzählen muss, weil es immer wieder ein bisschen irgendwelche Punkte damit reinspielen. So, damit beende ich die Vorlesung. Ich hoffe, für euch war es interessant. Würde mich über einen Like freuen, gerne auch einen netten Kommentar. Ihr wisst, ich versuche gerne auch zu antworten, sofern mir das möglich ist, so genau ich kann. Und ansonsten sage ich, macht's nicht gut, macht's besser. Bis zum nächsten Video und tschüss.